Meeren? So Harpien? Keine Ahnung. Hütte erhalten. Mithrilhelm. Toll. Was auch lustig ist, dass das erste Mal, wo ich so von Mithril erfahren habe, war in Final Fantasy. Und dachte immer so, oh, das wäre so ein Final Fantasy-Metall. Zu Anfang. Gibt's das in echt oder was? Ja, es gibt aber in vielen RPGs und so, ne? Ich weiß nicht, ob es in echt überhaupt das gibt. Ich glaub nicht. Irgendwie ist das eine komische Frage. Ja. Diamanthandschuh. Oh. Nee, aber. Halt, in vielen Games gibt es Mithril. Jo. Oblivion und so, glaube ich, auch, oder? War da auch Mithril? Hm. Diamantschild. Schleife. Oh, eine Schleife! Eine Schleife! Krieg ich jetzt endlich auch eine. Bitte schön, Marco. Manko. Jetzt hat der Manko auch eine Schleife. Yeah. Yeah. Okay. Ah, und der Sound ist perfekt. So wie ich das sehe. Ich meine, yeah. Ich brauche ganz schön viele Truhen hier. Aber Schleife ist halt so ein OP-Item von Final Fantasy. Oh ja. Dunkelpudding, mit denen lege ich mir das hier an. Wieso nicht? Ja, die halten viel aus. Und machen keinen Schaden. Vielleicht kann man da was Gutes gedroppt bekommen. Nee. Ich konnte mal in einem Dungeon halt, konnte bei einem Raum, ne, und da war halt ein Fleck, wo man halt immer wieder drauf treten konnte, ne, und halt, wo Gegner kamen, ne? Mhm. Und die haben zum Teil was sehr krasses gedroppt. Eine schwarze Robe, cool. Weiße Robe. Na, ich denke, weiße Robe kann unsere Heilerin tragen. Cool. Aber toll. Es ist scheiße. Cool. Cool. Toll. Ja, das ist gut. Von wo kam da? Kam es von oben oder unten beim Teleport? Also mein Gedächtnis ist ja. Ja. Alles klar. Also ich würde das Leben jetzt nicht in meine Hände legen. Mach es nie. Boah. Boah. Giftnadel. Ich bitte dich. Nur Marco könnte, Jacob könnte vergiftet werden. Ich bitte dich. Aber er lässt auch nicht vergiften. 95 Schaden. Ha. Junge. Auch keine Schleife, um nicht vergiftet zu werden. Naja, Gift selbst. Ah, da ist es, glaube ich, oder? Das ist ein Stein. Adamantite erhalten. Adamantit, sage ich immer so. Das ist schön. Damit können wir jetzt was Tolles craften bei ein Zwergen. Eine Adamstitte erhalten. Die Waffe ist cool. Also ja, die Waffe, es wird eine Waffe sein. Okay. Weißt du doch, was ich gesagt habe. Ja. Ja, ja. Ah, scheiße. Sei still. Ich sag's gleich schon. Kamen wir von hier? Nee, von hier kamen wir nicht, oder? Nee. Durch diese Glaskuppel kann die gesamte Welt überblickt werden. Feuer, Erde, Wasser und Wind. Vier nebulöse Kräfte strömen an einen Ort. Es ist der Mittelpunkt der vier Altäre, der Chaos-Tempel. Hohoho. Boah, für die Special Effects. Wie toll, dass wir das am Ende sehen. Und das also ist. Also weißt du jetzt, wo der vierte Kristall ist oder was?
Ne, der vierte Kristall ist hier bei uns oben. Ach so. Von dieser ja, Aussichtsplattform könnt ihr ja viel, ne? Den Weltkontinent überblicken. Okay. Komisches Deutsch. Den nee, Weltkontinent. Nee, halt, das ist dafür da, damit wir wissen, wo der allerletzte Dungeon ist. In der Mitte oder was? Aber das, wo sich der allerletzte Dungeon ist an einem ganz besonderen Ort, was ich irgendwie cool finde, dass er da ist. In deinem Heimatort. Also wir haben... Eigentlich müssten alle schon diesen Dungeon gesehen haben, wer mein LP geguckt hat. Tja. Kennt man ja. Tiermat wird analysiert. Nach wie vor keine Schwächen vorhanden. Mhm. Aha. Na, seine Schwester werde ich sein. Ist klar. Deine Schwester ist Awesomekeit. Sanctus. Ah, schon eine geile Attacke, ey. Die kann man auch im zweiten Teil bekommen, die kann man dann auch leveln. Oh ja, die Levels. So, man kann auch im zweiten Teil Ultima bekommen. Oha. Das ist cool. Und das kann man auch leveln. Flair kann man auch bekommen. Ah. Ja, Flair ist geil. Ja. So ein bisschen die MP hochballern wieder. Was haben wir hier? Toll. Das sind irgendwie komische Vampire. Boah, die hauen rein. Die machen alle Schaden jetzt, die Gegner. Aber sind trotzdem One-Hit-Down immer. Naja. Alter, der Schaden. Wenigstens haben sie ein bisschen Showtime. Ja. Boah, wie viel Erfahrung. Hui. Ist das viel? Ja. Hab sonst immer so 800 bekommen, glaube ich. Okay. Ui, Feuer. Jetzt kommen wieder die schwachen Gegner. Irgendwie so ein Hin und Her. Das sind schwache und starke Gegner. Rakshasa. Sehen irgendwie aus wie... komische Löwentiger. Ja, irgendwie schon. Hab auch viel Erfahrung, ey. Oh Gott. Naja, der böse Blick kann jetzt nur noch auf Jelko wirken, von den Medusas. Ja, mir wird schon nichts passieren. Ich hoffe, jetzt kommt böser Blick auf Jelko, das wäre so geil. Hä, ich kann auch nicht versteinert werden. Stimmt. Da hast du wohl was vergessen. Stimmt, du kannst ja kein Steiner mehr werden. Ja. Wusstest du eigentlich, ich hab das irgendwie gesehen, dass es für PS2 auch Final Fantasy 11 gab? Das Online-Game? Ja. Wusstest du das? Ja. Konnte man dann irgendwie online zocken, dann mit diesem Netzteil oder wie? Ja. Echt? Ist ja ein Online-Spiel, kannst du ja nur damit spielen, ne? Ja. Eben. Aber das konnte die PS2 aushalten? Ja, aber aushalten waren natürlich da schlechtere Grafik, ne? Ja. Naja, und konnte es halt nur mit anderen PS2-Leuten das spielen. Ja? Okay. Und ich glaube, das hatten damals nicht ganz so viele. Naja, das Netz halten ist weniger, glaube ich. Aber halt bei der Hermes-Stiefel? Bei der Slim-Version war das ja schon so eine. Ja? Ich glaube, das Spiel kam noch halt zu der Slim-Zeit, oder nicht? Das weiß ich nicht. Das weiß ich gerade auch nicht. Ich weiß nur halt, dass es halt dieses Online-Teil hatte, beziehungsweise mein Gesang hatte das. Nee, ich hatte das nicht, weil ich habe konnte jetzt PS2 bekommen, als halt die Slim Edition rauskam, da habe ich die bekommen und da war das halt schon drin. Es hatte, glaube ich, die PS2 bekommen, da war sie einen Monat released. Bei uns. Hat die richtig früh bekommen.
Und ich weiß noch, mein erstes Game für PS2. Jack.